1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Um Politik und Wirtschaft, besonders mit Blick auf die aktuell schwierigen Zeiten, ging es bei Politik und Wirtschaft im Dialog der jungen Unternehmer. Moderiert von Rainer Knauer, der dieses Mal den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer eingeladen hatte. Neben einem leckeren Mittagessen kamen dabei auch die schwer verdaulichen Themen unserer Zeit auf den Tisch, vom Krieg in der Ukraine über die Inflation bis hin zur Energiekrise. Seit Beginn der 2020er ist unser Land von Krisen geprägt. Neben den Auswirkungen des Klimawandels legte uns vor allem zunächst die Corona-Pandemie lahm. Seit diesem Jahr und seit Beginn des Kriegs in der Ukraine müssen wir uns zusätzlich mit Lieferkettenproblemen, Inflation und der anstehenden Energiekrise auseinandersetzen. Die Sorgenfalten der zum Teil eh schon gebeutelten Wirtschaft werden immer tiefer. Für den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer müssen politische Hilfen deshalb zielgerichteter verteilt werden. Und ich finde es wichtig, dass die Unternehmer auch lauter und deutlicher werden und sagen, dass es viele Branchen gibt, die ohne spezifische Hilfen nicht überleben können und dass die Bundespolitik mit ihren Rettungspaketen bisher einen Fehler macht, wenn sie nach der Gießkanne jedem Bürger Geld zusteckt, mir und Ihnen, die wir es vielleicht gar nicht brauchen, aber andererseits Unternehmen über die Wupper gehen lässt. Da muss dringend nachgebessert werden. Um auch in Zukunft wirtschaftlich gut dazustehen, müsse man alles daran setzen, die industrielle Basis des Landes zu erhalten, so Palmer weiter und erläutert die kontrovers diskutierte Habeck-Aussage zum Thema Insolvenzen. Habeck sagte in einem Interview, wer nicht mehr produziere, sei nicht automatisch insolvent. Es wird tatsächlich Betriebe geben, für die extrem hohe Energiepreise heißen, dass es sich nicht lohnt, weiterzumachen, zu verkaufen oder zu produzieren. Und was Habeck nach meiner Auffassung sagen sollte und vermutlich auch gemeint hat, ist, wenn der Staat dann unterstützend eingreift, bedeutet es nicht die Insolvenz. Wir brauchen sozusagen eine Überwinterungstechnik für diese besonders betroffenen Branchen. Und so wie man Kurzarbeitergeld zahlen kann, kann man auch sozusagen eine Warmhalteprämie im Winter für Betriebe zahlen, die anders nicht überleben können. Tübingen stünde aktuell noch gut da, beruhigt Palmer. Die Stadt habe mehr Guthaben auf der Bank als Schulden. Man könne mit Reserven in den nächsten Winter gehen. Aber das gilt natürlich nur, wenn es uns gelingt, eine industrielle Kernschmelze zu verhindern. Wenn die Betriebe kein Gas mehr bekommen und reihenweise pleite gehen, ist auch eine sehr gut vorbereitete Stadt wie Tübingen nicht in der Lage, damit klarzukommen. Mit Blick auf die Oberbürgermeisterwahl im Herbst spricht Palmer insbesondere in Anbetracht der vielfältigen Krisen eine klare Wahlempfehlung für sich selbst aus. Bisher habe ich bewiesen, dass solche Krisen in Tübingen trotz allem gut gemeistert werden. Und ich traue mir zu, das auch in Zukunft zu bewältigen. Von der Politik wünscht sich Palmer, dass die großen Hebel zum Energiesparen umgelegt werden. Auf Weihnachtsbäume mit LED-Beleuchtung müsse man deshalb nicht verzichten. Das sei höchstens Symbolpolitik, so Palmer abschließend. Nach der etwas abgespeckteren Variante während der letzten beiden Corona-Jahre, den umbrisch-provinzialischen Genusstagen, startet ab morgen wieder das Original in der Tübinger Altstadt, der umbrisch-provinzialische Markt. Vom 14. bis 18. September verkaufen wieder rund 90 Händler aus den Partnerstädten Aix-en-Provence in Frankreich und Perugia in Italien ihre Delikatessen und Produkte wie Wein, Käse oder Seife auf dem beliebten Bauernmarkt. Natürlich sind auch die heimischen Gastronomen und Händler wieder dabei. Ein Kulturprogramm sorgt zusätzlich für südländisches Ambiente in der Altstadt. Der Kindertag am Samstag, der Tübinger Erbelauf am Samstag und am Sonntag und der verkaufsoffene Sonntag ergänzen den Markt, der hoffentlich wieder viele Besucher nach Tübingen lockt. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.